Stopp! Hilfe! Oh mein Gott, ich wollte doch erstmal ganz kurz hier ein Intro machen. Aber nein, ich musste natürlich als erste Mission heute eine schwierige Mission wählen. Aber wir kriegen das schon hin. Die Tageslichtlampen sind ausgestellt und damit verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu Starship Troopers Extermination. Ich will mir neue Spritzen holen. Hier waren Spritzenspender. Unter anderem wollen wir uns heute der Frage widmen, lohnt sich Starship Troopers Extermination in der 1.0? Und wie kann es überhaupt sein, dass nahezu 70% der kürzlich gemachten Bewertungen auf Steam negativ ausfallen? Das hat einen einfachen, aber schlüssigen Grund, meine werten Ödländer, und zwar folgenden. Es ist der Release 1.0. So ein Full Release, wie man ihn auch ganz gerne nennt, ist an gewisse Erwartungen geknüpft, zumindest für die meisten Menschen. Die erwarten nämlich, wenn die 1.0, also der Full Release von einem Early Access Spiel erscheint, dass dieses Spiel dann hundertprozentig top-notch abgefeilt ist, und das ist hier wirklich nicht der Fall. Es ist hardwarehungrig wie blöde, die Bugs sind manchmal sehr verbuggt, das hört sich sehr lustig an, auch für mich. Und da gibt es noch so ein paar gewisse andere Dinge, die hier noch nicht ganz rund laufen, ne? Aber ich denke, das ist jetzt ein Problem auf zwei Seiten. Und eine Seite dieser Problem. Oh Gott, Hilfe! Er kommt! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Weg, 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 weg! Ihr müsst mir alle helfen! Schande! Scanner! Warum habe ich jetzt eigentlich gar keine Spritzen? Ich dachte, ich hätte welche eingepackt. Okay. Lass ich drinne. Das Stückchen bis hierhin war gar nicht mal so schlecht. Das ist Klappe die dritte. Ihr hättet mal die ersten zwei Versuche. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Erwartungen. Wie schon gesagt, viele Menschen erwarten halt von so einer 1.0 eines Spiels, was vorher ganz lange im Early Access war, dass es perfekt ist, ne? Aber ich frage euch dann eins, warum... Naja, warum gibt es dann eine 1.01 und dann irgendwann eine 2.0 und so weiter und so fort? Und damit wäre eine Seite der Problemlage erklärt. Und die andere ist natürlich, naja, ich sag mal so, die Entwickler wissen ja, dass ein Großteil der Spielerschaft diese Erwartungen an eine 1.0 legt. Und naja, und damit haben sie sich halt keinen Gefallen getan, dieses Spiel eventuell schon als Full Release jetzt zu vermarkten. Ich denke, es wird eine Kohlefrage sein. Nicht aus gierigen Gründen, sondern einfach nur, um das Projekt auch am Leben zu erhalten. Das wäre, glaube ich, noch viel schlimmer geworden, wenn jetzt dieses Early Access-Projekt irgendwie in die Ruinen gehen würde. Dafür ist es wirklich viel zu schön. Dafür macht es mir persönlich jetzt schon viel zu viel Spaß. Aber ich bin da sowieso hart im Nehmen. Ich bin Early Adapter von Fallout 76 gewesen. Ich bin schmerztolerant, ne? Da gab es auch so Punkte, die waren also ähnlich schlimm wie hier. Aber okay, ne? Und ich habe auch schon schlimmere 1.0er-Version gespielt gehabt. But anyways, jetzt Fokus, absoluter Fokus. Organisiere Nachschub und warte auf Befehle. Machen wir. Wir stehen bereit. Ist hier irgendwo Muni? Sind das Atombomben? Die guten oder die billigen von Temu? Oh, bitte, ich möchte in Sicherheit sein. Scannen. Scannen. Damit wir mehr Schaden machen. Rikos Roughnecks. Ahu. Gut. Weiter nach unten. Da. Verteidige die Barke. Das haben wir vor. Jeder hat zu kämpfen. Keiner drückt sich. Und wenn sich doch einer drückt, naja, dann gibt's Ärger. Der wird erschossen. So oder so ähnlich ging das Zitat. Ne? Vorsichtig. Das ist sehr hilfreich hier. Auch im Dunkeln dann später, ne? Also der Scanner, den meine ich jetzt. Energie ist voll. Wir haben noch 400 Schuss. Ah! Spritze, drei. Ne, vier. Ula! Aber wir konnten heute nur eine Spritze einpacken. Letztes Mal waren es doch drei. Mach die wieder fit. Hier! Der zuckt noch, aber er gehört zu uns. Den müssen wir wieder hochhelfen. Und jetzt Chitin Farm. Ach nee, warte mal. Schon wieder falsches Spiel. Fokus. Ja, hier mit Jetpack auf jeden Fall. Na! Haben sie sich jetzt gerade aus dem Betonboden raus gegraben? Das ist ja verrückt. Wie crazy. Mach mal auf. Das geht doch, ne? Ja, hier, da. Sanitätsbarke. Vier. Block. Sehr schön. Ich habe keine Spritze. Ich sollte genau in diese jetzt reingehen. Hier! Hier wird geheilt, meine Freunde. Warum
Achso, das sind die Dummies, ne? Richtig. Die Dummies. Das ist ja hilfreich hier mit der Barke. Kriege ich dafür extra Punkte? Ich denke, ich habe sie... Scannen. Wir wollen mehr Schaden machen beim Dicken. Okay, alles cool, alles cool. Ja, das ist nichts, was nicht ein gut getimter Flip 6-3er-Lochsprung hier nicht wieder gerade biegen könnte. Rüber und dann raus, ne? Aber Muni, ein bisschen haben wir noch. Scannen, scannen, scannen. Ich habe keine Barke mehr, ne? Kann man die nicht wieder mitnehmen? War da nicht noch eine Kiste? Ich denke, für das glorreiche Finale. Für das glorreiche Finale können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Barke gebrauchen können. Aber hier sind keine Kisten mehr. Hier ist alles durch. Ne? Ich komme. Ich hab ein Jetpack. Hey, pass auf! Er ist AFK. Die Katze ist gerade über die Tastatur gelaufen oder so. Wir kennen das alle. Bei mir ist es ein Hund, der im Hintergrund gerne mal bellt. Nicht Ellie? Ellie, pass auf! Pass auf, Ellie! Nee, sie schläft gerade. Tief und fest. Vielleicht später. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. So. Incoming. Wir können bauen. Okay, wir müssen das hier zubauen. Wand. Hat er gemacht. Okay. Kriegen wir alles hin. Oh, das ist so cool mit dem Bauen. Es sind relativ wenig Karten, das muss ich jetzt schon sagen. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Ich glaube, ich habe auch alle Karten jetzt mittlerweile gesehen. Der Schneeplanet scheint nicht mal für Mitglieder einer Kompanie betretbar zu sein. Ist ein bisschen fluff, aber das ist jetzt halt die... Oh cool, ich habe was gebaut. Die galaktische Front. Aber darüber schalten wir halt, wenn wir in einer Kompanie sind, diese Silberdollar mit dem Falken drauf frei. Also quasi die 5-Mark-Stücke von Starship Troopers. Und die können wir dann umwandeln in Kompanieaufgaben, glaube ich. Wenn wir Teil einer Kompanie sind. Ich habe jetzt aus Spaß meine eigene Kompanie gegründet, die völlig random ist. Also die heißt auch so, völlig random. Damit sich da die Randoms... ohne Mike... und Interesse an sozialer Interaktion einfinden können. Aber in erster Linie halt auch für mich. Also ich gehöre ja auch dazu. So, okay, ja. Jetzt haben wir uns eingebaut, aber wir können da oben lang. Platzieren sich hier diese Treppen von alleine an der Wand? Ich weiß es nicht. So, weiterbauen, weiterbauen. Haben wir schon genug Türme und so? Sie kommen ganz oft von da vorne. Da ist ein Wächter, Tomi. Ja, richtig. Habe ich gerade einen Doppelsprung gemacht? Nee, nicht... Naja, vielleicht. Eventuell. Muni. Aber wir können jetzt hier keine... Nein. Ist alles durch. Ich kann gar nichts mehr auswählen. Warum nicht? Weil durch ist, ne? Weil Schicht im Schacht ist. So, ich pack das schon mal hier hin. Freund Nase. Block. Aber ist ja ziemlich nah dran. Ne? Ballern! Ballern! So. Saubere Arbeit. Ich klick's ab, ich schieße mit. Scannen. Ula! Doppelt gescannt, hält besser. Wir raten ihr, die Granate immer schön benutzen. Das war nicht meine, aber wir können ja so tun, als ob es meine gewesen ist. Randa, randa, randa. Immer schön pingen. Das ist die Sprache der Randoms. Non-verbal. Ich hätte so gern hier Emojis, wie bei Fallout 76. Da funktioniert das ja auch mit der Kommunikation. Ausschließlich über Emojis. Na, hast du noch? Block, warte, ich mach schon. Weiterballern, immer schön weiterballern. Das gibt Punkte. Also, ich sag mal so, Community-Feeling ist da, ne? Also, das verbindet einen schon. Das schweißt zusammen, wenn du hier einem am Geschütz die Muni nachfüllst. Das ist wie bei Helldivers, wenn du einen die Raketen nachlegst, aber dafür brauchst du selber auch den Raketenrucksack. Aber dann geht's ab. Die ganzen Landungsschiffe, der Roboter, der Terminiten, nee, warte mal, stopp, das waren die anderen. Die Automatons, ja, genau so spricht man das aus. Ihr wisst, wen ich meine, die Terminator. Oh, das hier mit den Leichen aufbauen ist das allerbeste. Der Muni, ich brauche auch richtige Muni, hier. Scanner, durchscannen. Oh, ich habe die Barke wieder? Nein.
die Barke wieder. Auch wenn es uns hier oben nur bedingt hilft. Wir werden ja nicht richtig getroffen. Die hauen... Oh doch, wir werden getroffen. Schande. Hau uns nicht die Muni kaputt. Das ist unsere Muni. So, es wird gescannt. Ja, draufhalten, draufhalten. Die Barke funzt. Hey! Schande. Muss geheilt werden. Hier. Ja. Nimm mit. Weiter ballern. Wir müssen den Haufen kleiner machen. Schande. Hier. Verflucht, verflucht, verflucht. Oh, 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 oh. Ich nehme die Spritzen, aber dann verliere ich die Barke, ne? Nein, ich kann alles mitnehmen. Ich muss eine Cargohose tragen mit ganz dicken Taschen. Richtig ausgebeult. Herrlich. Nach oben. Au, wow, wow, wow. Guckt euch das mal an. Das ist so herrlich. Hier müssen wir eine Granate reinballern. Damit sich der Turm abbaut. Schande. Und der Wächterturm muss durchgeladen werden. Der regelt das schon. Haben wir noch Muni hier irgendwo? Nee. Nein. Das ist nicht das, was wir suchen. Schande. Barke. Wir müssen hier bleiben. Jetzt kommen sie hier hoch. Ist da noch Muni drin? Nein. Schande. Aber die Granate reinhauen. Jetzt. Block. Habe ich reingehauen? Nee, baut sich nicht ab. Wir müssen doch irgendwas gegen die Leichen da tun können. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist hier, by the way, auch meine allerliebste Karte. Wisst ihr? 3 Minuten. Nice Mission. Rüber! In der Luft kann man auch... Oh Gott, ja, natürlich rüber. Oh, das Geschütz, Muni. Schande. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Hoch, hoch, hoch. Ja, lass dir Zeit. Ich bin... Nee, ich lebe noch. Ist manchmal nicht ganz ersichtlich. Scannen. Sind die Barken auch da? Nein. Kann ich eine neue setzen? Auch nicht. Was ist denn das für ein Saftladen? Ich will darüber. Ula! Hoch hier. Auf den nächsten Bunker. Noch 2 Minuten. Warte mal, oh, der ist schon hier. Wo? Da hinten, sag mal, wollt ihr mich rollen? Okay. Okay. Hep. Hep. Und rüber, 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 rüber. Flitzen. Oh, Schande. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gib mir Deckung. Na los. Oh, ich lade ja auf. Ich glaube, das macht der Ding jetzt immer so. Aber diesmal bitte nicht durch den Boden fallen. Das wäre ganz toll. Hatte ich letzte Mal. 4 für die Barke. Wir wollen ja noch 1,5 Minuten ballern. Oder nicht, meine werten Freunde. Na, sichi. Zack. Oh, so herrlich. Schon ein nices Massaker. Ja, wie schon am Anfang erwähnt, technisch alles andere als sauber, aber es könnte wirklich viel, viel schlimmer sein. Sieht ja gut aus. Man kann hier eine ganze Menge Brute Forcen, wenn man die richtige Hardware hat. Aber da scheiden natürlich jetzt die Consoleros aus. Die können nur auf Updates warten. Aber okay. Lasst uns das Thema wechseln. Und ansonsten halt DLSS oder FSR anschmeißen und auf Performance schalten. Runter mit der Auflösungsskalierung. Und irgendwann läuft die Kiste. Bisschen Feintuning. Aber das kennen wir ja. Von der PC-Front. Also ich konnte jetzt ja auch nicht alles auf Max stellen. Das ist ja auch auf Balance oder Perform. Also warte mal, ich gucke gleich mal nach für uns. Worauf wir hier spielen. Aber halt auch mit aktuell noch einer der stärksten Grafikkarten auf dem Markt. Und dann kommt halt das Problem mit dem Frame-Timing dazu. Es sind 60 FPS, aber die kommen nicht richtig geil getimed. Ist so lustig. Schlecht getimte 60 FPS spielen sich manchmal in manchen Situationen schlechter als perfekt getimte 30 FPS. Das habe ich letztens festgestellt bei Kane und Lynch Teil 2 auf der Xbox Series X. Und da sind die 30 FPS wirklich perfekt
getimed. Das kannst du echt gut noch mit 30 FPS spielen. Sicherlich, 60 wäre besser, aber ne, wenn sie gut getimed sind, das war früher öfters mal der Fall. Gerade so auf der 360, ne? Nice! Wir sind befördert worden. Und wir haben einen Skin freigeschaltet. Nice, 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 nice. Ballermann und so. Oh, oh, oh. Schrotflinte. Für den Nahkampf. Wenn sie direkt nahe kommen. Und jetzt, weil ich in einer Kompanie bin, bekomme ich die Kompanie Intel gesamt. Aber die würde halt jeder in meiner Kompanie bekommen, ne? Und das skaliert bestimmt jetzt nicht. Das Freischalten von Dingens, ne? Von, ich glaube, Aufträge für die Kompanie oder spezielle Challenges oder sowas für die Kompanie. Mit der Anzahl der Mitglieder. Da bin ich natürlich aktuell alleine. Nicht sehr gut aufgestellt. Es wird also immer wichtiger, einer richtigen Kompanie beizutreten. Habe ich eigentlich nur just for fun gemacht. Die Kompanie, ich wollte sehen, was sich verändert hier an der galaktischen Front. Erstmal gar nichts. Aber wir haben das hier oben, diese Silberdollar, diese 5-Mark-Stücken von Starship Troopers. Ne? Gut, müssen wir mal gucken, ne? So, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Die nächste Mission, sie wartet auf uns. Wir wechseln immer den Planeten nach jeder Mission. Wir waren gerade unterwegs auf, was war das? X11, genau. Wir waren auf X11 unterwegs. Wir wollen jetzt nach Valaka, aber nicht einfach. Und vorher vielleicht die Konfiguration ändern. Das könnten wir tun. Was? Ich dachte, ich hätte die Schrotflinte freigeschaltet. Level 8. Erfordert Level 8. Wir sind... weiß ich nicht. Kann ich alles noch nicht so richtig lesen. Ich bin doch auf... ja, ich bin auf dem Ranger. Das kommt als nächstes, ne? Ja, das wird als nächstes freigeschaltet. Okay. Wird uns jetzt schon mal quasi vor die Nase gehalten. Als Moorrübe. So mache ich das auch bei Fallout 76 mit den Season-Belohnungen. Achso, wir ballern auch die ganze Zeit mit dem Morita MK1 Karabiner. Ist auch viel besser geworden jetzt. Schaden 40. Mhm. Taumeln 60. GPM 857. Aber genauso... nee, stopp. Ist höher als bei der normalen Morita. Handhabung hoch. Genauigkeit Mittel, bleibt bei Mittel. Reichweite 40. Es ist quasi so ein saftiger Schritt in Richtung MP, ne? Aber noch nicht ganz MP. Da hinten kommt die richtige MP. Aber wie gesagt, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ne? Sekundär können wir uns jetzt auch die andere Pistole leisten. Das ist ja schön. Und da haben wir auch nur zwei. Ist hiermit ausgewählt. Haben wir zufällig noch... beim Karabiner irgendwelche Upgrades freigeschaltet? Noch nicht. Okay, aber bald. Das wird hier sicherlich nebenbei freigespielt. Ich denke, wir haben hier nochmal irgendwo einen separaten Waffenlevel. Ähnlich wie bei The Forever Winter, was ich auch gerade hart suchte für meine Verhältnisse. Gut. Hilfsmittel. Läuft. Granate. Nein, nicht die Scan-Granate. Wir haben einen Scanner. Alles bleibt beim Alten. Spielen. Wir wollten nach Valaka. Aber nicht einfach. Normal. Horde. Ja klar. Aber diesmal bis zum Ende. Los geht's. Wow, nur Consoleros hier, ne? Ich bin gerade der Einzige auf dem PC. Das ist ja interessant. Ich gehe hier in das Xbox-Team. Und ich hätte vielleicht noch am Anfang des Videos noch erwähnen sollen, dass bis zum Full-Release der 1.0 von Starship Troopers die Bewertungen auf Steam größtenteils positiv waren. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das mit den Erwartungen an so eine 1.0 zusammenhängt. Ne? Aber jetzt Fokus. Genug Blabla. Ich denke, wir haben genug über das Spiel geredet. Wir wollen es jetzt spielen. Ich gehe hier runter. Wir hätten hier vielleicht was hinbauen sollen. Oder ein Tor oder so aufstellen können. Beim nächsten Mal, ne? Zack. Den Tiger weghauen. Scanner. Ja, Scanner ist wichtig. Block. Mehr Schaden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die anderen dann auch mehr Schaden machen. Was ist eigentlich mit der neuen Knarre? Okay, das ist eine dicke. Alles klar. Gegen Aliens. Sollte man auf jeden Fall mit dicken Pistolen hier rausgehen. Machen wir jetzt auch.
Nice. Achso, bauen schon wieder. Okay. Bauen und reparieren. Welche Welle war das jetzt? Komme ich hier noch hoch? Schande. An den Bunkern kann man immer ganz gut hochklettern. Wir brauchen hier eine Tür. Hier eine Tür. Schnell, ich bin zu langsam. Kleines Tor. Da. Hm. Ja, okay. Bunker geht auch zum Hochklettern. Ich denke, die Veteranen, die wissen das schon lange. Ja, auf jeden Fall wissen die das schon lange. Wie lange gibt es eigentlich schon Konsolenversionen von dem Spiel? Ich bin immer noch der einzige PCler hier, ne? Gut, okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Du hast gar keine Money hier. Das ist schnell leer geballert. Da drüben. Ich hol dir ein bisschen. So machen wir das. Beim Militär. Hier, bei der mobilen Infanterie. Die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich lag gleich mal nach für dich. Ist okay. Und flop. E. Ich will mal links klicken. Wir bauen ihm hier vielleicht noch so einen kleinen Haufen Moni hin beim nächsten Mal. Aber jetzt schieße ich erstmal mit hier. Das ist so herrlich. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich schieße so gerne auf Gruppen von Gegnern in Spielen. Bei Division 2 habe ich das auch immer gerne gemacht. Ja, wenn sich die Gegner irgendwie an einem Tor geballt haben. Und dann schön mit der Police. Das war eine spezielle M4. Herrlich. Ich komme, mein Freund. Ich komme. Ich spüre das doch. Du brauchst Moni. Mit E. Hier. Zack. Ach, ich schieße auch mal eine Runde, ne? Ah, ist ungünstig platziert, das Teil. Aber die Kleinen wenigstens da hinten. Wer weiß, vielleicht wachsen die noch in der Runde. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Das ist die nächste Generation. Ja! Hier ist alles schon wieder. 100 Schuss sind schnell weg. 26 Gegner. Da können wir noch einmal manuell nachladen. Los, los, los. Kann ich den Hubwagen nicht rüberziehen? Ich weiß, wie man so einen Hubwagen bedient. Ich habe bei Penny gearbeitet. Und das nicht kurz. Da hinten. Alles tot. Hier. Na, es ist jetzt hier Millimeterarbeit. Okay. Okay, okay, okay. Monihaufen. Es ist R. Dann hier drüben. Nein, es ist dieser hier. Dieser hier ist es. Plock. Hingebaut. Ne, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Das war effektiv gebaut. Ich hätte gern weiter gebaut. Vielleicht noch ein Geschütz. Ja, hier. Und jetzt fangen die Probleme an. Ja, Ula. Und jetzt löt man. Löte, was das Zeug hält. Hier, guck mal, da. Mega, oder? Direkt drauf. Man stellt sich dann auch so hin, ne? Fett, 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 ey. Hä? Keule? Alles klar. Beim nächsten Mal auf die Mauer. Kommen sie auch aus der Röhre da raus? Ich glaube nicht. Das war ein geiles Geballer. Ja. Und das sage ich natürlich nicht nur, weil ich den Key für dieses Spiel geschenkt bekommen habe. Ich nehme gar keine Keys an von Spielen, wo ich nicht von vornherein schon weiß, okay, damit wirst du eine Menge Spaß haben. Und ich wusste, dass ich mit diesem viel Spaß haben werde. Aber ich hab mir auch schon Gameplay-Material vorher angeguckt gehabt. Und da siehst du halt auch schon bei echtem Gameplay-Material, dass es vorne und hinten noch so seine Schwächen hat. Ne? Aber das hat mich in der Regel eher weniger aufgehalten bisher, mit einem schönen Spiel Spaß zu haben. Wenn der Kern stimmt, stimmt der Kern. Ne? Das ist das gleiche in Grün bei The Forever Winter. Ne? Das ist auch, alter Schwede, die Bewegungen da. Ne, aber trotzdem, das macht das Spiel nicht schlecht. So, kann ich mich komplett umdrehen? Ich stehe dann draußen, ne? Ist aber gerade notwendig. Geh weg da! Oh, 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 oh. Okay, okay. Weg hier, weg hier. Flup, flup, flup. Scannen. Scannen. Wir müssen sie sehen. Da. Der leuchtet im Dunkeln. Der schießt ein bisschen schneller, ne, der Karabiner. Finde ich aber nicer, muss ich sagen. Finde ich wirklich viel, viel nice. Oh, Entschuldigung. Mhm. Da. Da ist einer gestorben. Liebe Geschichte. Wo, 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 wo? Da, ne? Alles cool, alles cool. Scannen. Moni, Spritzen. Da drüben. Krieg ich noch welche? Habe ich mir jetzt welche genommen? Oh, man kann mehrere nehmen. Da, hat er nicht sonst? Oh, man kann ganz viele mitnehmen. So, jetzt bin ich ein Medic. So, wer braucht Spritzen?
Wir brauchen Spritzen. Ich hab die Macht. Da oben. Die brauchen Spritzen. Hallo, hallo, hallo. So, hier. Zack. Der nächste bitte. Ihr seid alle geheilt. Vitamin D bis zum Anschlag. Da unten. Poison Bunny. Der wird gerade attackiert. Warte, stopp. Oh. Ist jetzt ein Problem, ne? Dem Tiger kannst du mit der Spritze nicht stand. Hey! Ist doch gut, Mann. Ist doch gut. Was sind ihre Extreme? Sanfte Grüße. Welle 5 von 10 auf normal. Natürlich. Natürlich. Und baut mir ja die Mauer wieder auf. Sind alle am Leben. Aber die Geschütze müssen wieder platziert werden. Haben wir genug Wächtergeschütze? So, bauen. So, löten. Okay. Ja. Das ist einzigartig. Da musst du erstmal hinterkommen. Aber dann macht's. Naja. Zoom. Moni. Moni. Nein, Moni. Er hört sofort auf zu löten, ne? Wenn er. Jetzt hat er da einen Turm gebaut. Okay. Kann ich noch? Wächterknarre? Kohle reicht nicht aus, ne? Aber. Oh! 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 Nice, bist du voll? Yeah! Wie eine Haubitze, die Muni auch! Es geht los! So, immer schön die Vordersten weghauen, da! Cheesily! Na, 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 na! Dranbleiben! Ja! Yeah. Und den da hinten! Ist hier Artillerie? Feuer irgendwo? Ja, er hier! Er zündet alle an! Mache ich da überhaupt irgendeinen Schaden, wenn das Schild aufploppt? Oder halt nur wenig Schaden? Das würde mir reichen. Übel, übel, übel. Übel, übel, übel. Nachladen. Wobei, ich habe noch 150. Ah, er hier. Oh Gott, die Mauer ist schon wieder eingerissen. Ich glaube, ich habe die gerade eliminiert. Moni. Moni. Okay, ich glaube, er hat es mitbekommen. Der da hinten, yeah! Plasmakeule. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Schaden mache, aber wir müssen das Risiko eingehen. Aber der spratzt so ordentlich. Der spratzt, ich weiß es nicht. Oh Mann, jetzt brennt ja alles, ne? Ich muss ganz kurz weg. Spritzen. Spritzen. Warte mal. So, wiederbeleben. Sofort wiederbeleben. Na, 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 weg, weg, weg. Oh Gott, nein! Brennt man auch weiter manchmal? Schande. Ach, ich habe ja Spritzen, ne? Hier, komm her. Komm her! Lass mich dich spritzen! Das ist Pflicht jetzt! Okay, gucken, gucken. Hoch. Geschütz klar machen. Das ist jetzt wichtig. Na. Block, Randa und boom, Schakalaka, ihr Ratten! Ja! Yeah. Aber nicht, dass wir hier oben überrascht werden. Man muss, irgendwie muss man noch die Leichen da wegräumen können. Es muss da irgendeine Gameplay-Mechanik geben, die das uns erlaubt. Brennt sie jetzt wieder? Ne, ich brenne noch nicht. Noch habe ich voll Energie. Oh, 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 oh. Kann man die in der Luft abschießen zufällig? Das wäre toll. Aber nein. Mach's gut, Geschütz. Wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Aber du hast dich durchgehalten. So, schauen wir mal. Nein. Na, es ist so herrlich. Wenn man erstmal dahinter gestiegen ist, wie man das Spiel zu nehmen hat. Aber, ist nicht einfach, ne? Das ist mal wieder so ganz typisch hier auch auf dem Kanal. Kein Spiel für jedermann. Aber da sollte man sich von vornherein klar sein. Ich habe Spritzen auf der 5. Wer braucht Spritzen? Ist irgendwer gestorben? Scannen? Ja, richtig. Danke für die Erinnerung. Block, block, block. Warte mal, er ist runtergefallen, er ist verloren. Schickt seiner Frau einen Blumenstrauß. Und ein paar Pralinen. Oh Gott, nein, Hilfe. Bunker, Bunker. Bunker wieder hoch. Ja, der Bunker ist gut für uns. Wir können da hochklettern, die Bugs lustigerweise nicht. Noch 27. Ist egal, wen wir killen, ne? Innerhalb der 27 da hinten. Ja. Oh, nein, stopp. Rüber sollst du jumpen. Granate. Immer die Granate ballern.
und scannen wieder. Scannen, scannen, scannen. Ich brauche Energie 4, 5, 5 ist. Mittlerweile ist die Spritze auf 5. Wo ist unser Kollege hier? Ey, ey, ey. Du sahst ganz übel aus, Mann. Du hast Backgrippe. Ohne Ende. So, du da. Du da. Stehen geblieben. Oh. Okay. Aber die letzte Spritze war die für mich. Ich kann niemandem helfen, wenn ich mir nicht selbst helfen kann. Also, immer schön cool. Aua. Cool bleiben. Bunker. Bunker. Wartung, Bunker. Man kann die Sachen also doch reparieren. Teilweise. Okay, okay, okay. Ja, Geschützturm, Geschützturm. Ich muss nach oben einen Geschützturm bauen. Anders geht das nicht. Komm schon. Es ging gerade eben. Ja, Block und Muni direkt daneben. Das ist schön. Kohle alle. War ja klar. Und Löten, was das Zeug hält. Mit ganz viel Lötsinn. Den ganzen Tag lang. Da, der Turm. Er steht noch nicht. Und auch dieser Turm noch nicht. Na, 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 na. Fotofinish. Ausgezeichnete Arbeit. Ran ans Geschütz, irgendwer. Und dann nachladen. Ich hab noch Money. Yeah. Oh, der Dicke da hinten. Schande, Mann. Können wir den überhaupt irgendwie schädigen? Mit Granaten vielleicht? Ich würde dem Geschütz gerne hier Befehle geben. 3 scannen. Vielleicht die Spritze mal wieder aufladen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fetz sie weg, ey. Also das ist hier schon unverschämt. Unterhaltsam. Ah! Bitte spritzen jetzt. Nimm mit. Nimm mit. Ein paar mehr. Dann können wir wieder Leute heilen. Das ist wichtig. Aber noch sehen wir alle ganz gut aus. Können wir denn jetzt nur Wände? Nee, während Horde geht das nicht. Ihr hattet irgendwas in die Richtung in die Kommentare geschrieben. Das geht nicht. Ist völlig impossible. Noch ganz schnell Muni und dann sind wir wieder oben. Auf der Balustrade des Spaßes und des Gekröses. Vorsicht. Oh Mann, der ist tot. Weggebrutzelt. Ist er runtergefallen? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich habe nicht ganz so viel Durchschlagskraft, ne? So, Block. Voll machen. Und dann bin ich weiter, okay? Der Turm braucht noch. Der Turm steht nicht. Doch, der steht noch. Schande. Ah! Ja, genau. Habe ich die Muni noch? Ja, habe ich natürlich. Und hey. Ah. Okay, 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 okay. Der Turm braucht Muni. Der Turm braucht Muni. Ich brenne. Spritze. Spritze habe ich genommen, Meine Muni. Meine Muni. Gib die Muni her. Schande. Geht das noch? Nein, du sollst jetzt das Ding hochheben. Muni pink. Irgendwer muss die Muni aufheben. Ich konnte nicht. Spritze. Habe ich genommen. Bin wieder auf Bunker. Der Tiger ist tot. Das ist schön. Das ist schlecht für den Zoo, aber für uns ist das jetzt gut. Oh, warte. Messer. Du bist im Weg, Colin. Es geht nicht. Ja, ist gut, ist gut. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Da, Muni. Geschütz, Muni. Steht das kleine Geschütz noch? Nein. Aber da hinten ist noch ein Wächterturm auch schon weg. Irgendwo da hinten ist alles weg. Okay, 133. Wir müssen schon uns ordentlich zusammenreißen. Oh, Backe, Mann. Geht das hier brennen? Spritze auf 4 und 5. Na du, warte. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh Mann, hier. Spritze. Hat er bekommen? Ich glaube schon. Ich brauche eine Spritze. Jetzt zu 5. 5. 5. Ah. Ah. Selbst wenn wir jetzt verlieren. Aber oh, das ist eine schöne Runde. Auf normal. Oh nein, das HQ ist fast im Eimer. Ich habe meine Spritzen wieder, das ist schön. 4. Ihr seht alle. Nee, warte mal. Hier, komm her. Block. So. Nein, Basis zerstört. Mission fehlgeschlagen, ne? Ja, es ist leider fehlgeschlagen. 4. 4. Selbst verwenden. Bereit machen für Evakuierung. Ach, wir können trotzdem nach Hause.
Das ist ja super. Naja, das ist zutiefst menschlich, muss ich sagen. Wo sollen wir denn hin? Ach, da drüben. Gut, dann machen wir das. Ah, oh, wow, 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 wow. Jetten, 4, auf selbst anwenden. Los, los, los. Scannen. Für die EP, vielleicht wissen wir nicht. Können wir nicht mit Genauigkeit sagen. Ich habe keine Spritzen mehr. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Oh Mann, schießt das Ding hier wenigstens? Hat das Geschütz so oben drauf? Theoretisch schon. Übel. Noch 2 Minuten. Da ist noch was. Hier um die Ecke. Alles voll. Schießt das Schiff, du oder nicht? Granate. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gebaut habe. Oh, wow, 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 wow. Spritze, Spritze, Spritze. Sind wir safe im Schiff? Es sieht nicht danach aus. Bugs haben hier drinnen nicht zu suchen. Das ist wie mit Hunden. Und Lebensmittelläden. Die dürfen nicht rein, die müssen draußen warten. Die werden draußen angebunden. Moni. Okay, cool. Weiß auch nicht. Ich scanne mal, ne? Aus Verzweiflung. Wir müssen das Ding hier drinnen sauber halten. Das ist ein Tiger. Ah! Tiger haben ja auch nichts zu suchen. Oder habt ihr schon mal einen Tiger bei Edeka gesehen? Vielleicht eine Tigerente oder so, aber... auch nur während der Verkaufswoche. Oh, wie gut riecht Panama. Wir haben es gepackt, ne? Was? Warte mal, wie viele? 1, 2, 3, 5 Leute haben es nur geschafft raus. Aber trotzdem kriegen wir doch jetzt... saftige EP, oder? Ja, tatsächlich, wir kriegen ohne Ende EP, aber keine Kompaniepunkte. Okay, na gut. Völlig random. Ja, na schön. Squad-Rangliste, 5100, naja, gut. Wo waren wir jetzt? Weiß ich nicht. Wir waren auf jeden Fall ein Ranger. Ach, hier waren wir. Wir waren nicht schlecht vertreten. Ich habe auch viele geheilt. Wie, nur eine Unterstützung? Ich habe mindestens 4 mit der Spritze auch erwischt. Am nächsten Mal. Wahrscheinlich hat sich mein Vorgesetzter die Lorbeeren geschnappt. Das machen Vorgesetzte ganz gerne mal. Auch in der realen Welt. Also da könnte ich Geschichten erzählen, mache ich aber nicht. So, das war jetzt Valaka, ne? Wir haben X11, wir haben Valaka. Ab nach Agni Prime, aber nicht schwer. Das ist doch wieder dunkel, ne? Tageslichtlampen sind schon aus. Horde, schwierig. Alles nur noch schwierig. Ark-Verteidigung. Ja, machen wir jetzt mal. Dann lassen wir uns hier die Hucke vollhauen. Warum eigentlich nicht? Let's go. Und beim nächsten Mal gucken wir wieder, ob wir nicht irgendwas Neues freigeschaltet haben. Willkommen auf Agni Prime. Ich glaube, das ist schon das Finale, kann das sein. So Pi mal Daumen. Agni Prime, Planet der tiefsten Finsternis. Hier wird es nie hell. Aber manche Menschen brauchen halt auch kein Tageslicht. Ich gehöre leider nicht dazu. Ist da gerade eine Atombombe oder so? Was ist da gerade mit der explodiert? Können wir das verursachen? Scannen, 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 scannen. Ist gut möglich, ne? Boah, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt mal auf die Realität gemünzt. Nachts gegen die Bugs kämpfen. Das wäre so übel. Zack, hau sie weg. Man hat halt nur wirklich den Lichtkegel seiner Taschenlampe. Ansonsten sieht man gar nichts. Oh, warte, das ist ein altes Horrorspiel. Wenn man so möchte. Und ich spiele heute noch ein Horrorspiel. Also, eins von 2, die mir zur Auswahl stehen, sind beides. Naja, das eine ist eine Demo, das andere ist eine selbstgemachte Hommage an Dino Crisis in der Unreal Engine 4. Da habe ich schon länger Bock drauf. Seit einer Woche kann man das runterladen und dann, naja, man kauft sich das zu einem Preis nach Wahl auf itch.io. Das habe ich getan, aber über Geld redet man nicht. Ich fand einfach nur... Ich habe Gameplay-Material davon schon gesehen gehabt. Ich weiß, was mich erwartet. Aber jetzt Fokus. Das ist nicht Dino Crisis Rebirth. Das ist
Starship Troopers Extermination. Und nicht Helldivers mit irgendeiner Starship Troopers Mod, was ich auch noch aufnehmen muss. Aber was auch verdammt gut aussieht. Wirklich, da kann man dann quasi mit den Rüstungen der mobilen Infanterie Helldivers spielen. Und man hat zumindest bei den großen Terminiden bei Starship, Quatsch, bei Helldivers, hat man die hier dann, ne? Die ich gerade anleuchte. Ihr verfluchten Bugs, ihr! Ich brauche Spritzen und Money. Hat irgendwer daran gedacht? Boom, Schakalaka! Ihr Ratten! Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.